Boah, guten Morgen, es ist so 10 nach 8 und ich bin noch nicht wirklich fit, weil ich habe noch lange Musik gemacht heute Nacht. Boah, aber jetzt gehe ich erstmal laufen und dann geht's zur Arbeit. Jo, frisch geduscht bin ich jetzt unterwegs zu meinem ersten Kunden und zwar das auch bei mir um die Ecke in Immendingen. Ja, da geht es um Glasfaserpatch und Inbetriebnahme eines ONTs, also sprich so einem Medienkonverter. Muss erst mal schauen, wie die Geschwindigkeit und so. Na, ich brauche jetzt Viertelstunde circa. So, in wenigen Minuten bin ich beim Kunden und ich glaube, das ist ein Privatkunde. Das sieht man jetzt aus der Beschreibung nicht so genau. Auf jeden Fall bekommt der einen 300 Mbit bzw. 30 Mbit im Upload geschalten, jetzt über Glasfaser. Und ja, wer schon länger meine Story schaut, der weiß ja, wie es abläuft. Ich fahre jetzt hin, hänge meinen Laser beim Kunden auf seine Phase und fahre dann zum Technikstandort, ne, und schalte die Leitung durch. Ja, und wie man sieht, auch wieder sehr, sehr ländlich, ne, aber Glasfaser, ne? Schau an, schau an. Das darfst du mich jetzt nicht fragen. Alles klar, kein Problem. Jo, Laser ist drauf beim Kunden und ja, das war übrigens auf die Frage, was er bis jetzt für eine Geschwindigkeit hatte. Der gute Mann wusste aber allerdings nicht. Ja, ich fahre jetzt an den Technikstandort, das sind hier immerhin 5 Kilometer und bin mal gespannt, ob man das Licht blinken sieht am anderen Ende. Ne? Schauen wir mal. Ja, das ist übrigens für mich auch ein nagelneuer Technikstandort, an dem ich noch nie war. Aber ich hoffe, ich finde den gleich, weil wie gesagt, hier ist ja alles sehr, sehr ländlich und überschaubar. Und jetzt müsste der eigentlich gleich irgendwo auftauchen. Yes, ich sehe ihn schon. Wunderbar. Vorne rechts, ne? Das, was aussieht wie eine Fertiggarage, das ist mein Technikstandort und da muss ich jetzt mal die Leitung durchschalten. Genau hier. Super Parkplatz, alles dabei. Aha. Ja, und das ist jetzt im Innern des Technikstandorts und ja, hier müsste irgendwo mein Kunde ankommen. Da mache ich jetzt gleich mal ein bisschen dunkel, damit ich es auch blinken sehe. Bin mal gespannt. Wie gesagt, das sind locker 4-5 Kilometer Leitungslänge. Ja, jetzt habe ich schon die ganzen Schubladen hier aufgemacht und bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Ne? Ja, kommt da hin und wieder mal vor, dass die Phase nicht ankommt. Mann, 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 also die Phase kam hier nicht an. Und da ich die Handynummer nicht hatte vom Kunden, konnte ich dem jetzt auch nicht anrufen und sagen, dass er vielleicht meine Buchse weitersteckt, mein Laser. Ja, das heißt, ich fahre jetzt wieder die 5 Kilometer zum Kunden. Ne? Aber diesmal nehme ich jetzt meine, oder dem seine Handynummer mit. Ne? Naja, dumm gelaufen. So, mittlerweile bin ich auf der zweiten Faser bei dem Kunden. Der hat 8 Fasern, also vielleicht kommt ja eine an. Ne? Mal gucken. Auf jeden Fall fahre ich jetzt wieder zum Technikstandort. Habe jetzt aber die Handynummer des Kunden. Das heißt, wenn wieder nichts ankommt, dann kann ich dem schon anrufen und sagen, er soll mal meinen Laser eine Phase weiterstecken.
neue Faser, neues Glück. Ne? Jetzt schauen wir mal, ob die ankommt. Ja, Satz mit X war wohl nichts, also auch die Phase kommt nicht an. Jetzt muss ich den Kunden anrufen, dass man weiter steckt. Ja, ich habe extra abgedunkelt. Mittlerweile sind wir auf der dritten Faser drauf und ja, ich habe schon alle durch, hier kommt nichts an. Also das können wir knicken heute. Ja, jetzt bin ich gleich noch beim Kunden und werde dem die frohe Botschaft verkünden, nämlich, dass das heute nichts wird. Ja, und ja, wie gesagt, es kommen jetzt mehrere Fasern nicht an. Da musste viel Service raus nachschauen. Und der Kunde hat mir jetzt vorhin noch erzählt, dass bei seinem Nachbarn wohl genau das gleiche Problem ist. Ja, also das kann schon auf ein größeres Problem in der Straße hindeuten. Ja, mein Laser blinkt immer noch schön von sich hin, ja, aber kommt leider nichts an. So, ich fahre jetzt gerade wieder vom Kunde weg. Ja, der Kunde war eigentlich sehr gechillt. Nur die Kinder waren natürlich etwas nervös, ne, weil kein Internet im Moment geht. Weil der alte Anbieter hat natürlich auch abgeschalten. Ne? Also die haben im Moment kein Telefon und kein Internet. Habe jetzt aber noch mit dem Netzbetreiber gesprochen, dass der den Field Service so schnell wie möglich rausschickt. So, und jetzt geht es weiter zur nächsten Glasfaser-Patchung wieder in den Bereich Tuttlingen und ich hoffe, dass es diesmal etwas besser klappt wie hier. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt los war. Auf jeden Fall hat sich mein Handy komplett aufgehängt. Ja, jetzt muss ich erstmal neu starten etc. Bin jetzt aber auch schon am Technikstandort beim neuen Kunden. Der Laser hängt schon drauf, aber wie gesagt, ich konnte nichts filmen, weil ja, Handy hat rumgespackt. Ja, und da waren jetzt auch gerade Kollegen vom Field Service, die haben da wohl auch noch irgendwas zu tun. Deshalb konnte ich das jetzt nicht ganz so dokumentieren wie sonst. Ja, das war jetzt auch ganz witzig jetzt. Das waren zwei Herrschaften, ein Herr und eine Dame. Und als ich dann fertig war mit meinem ganzen Kram, sagte er zu mir, hey, du bist doch der aus YouTube. Und dann sage ich, ja, hätte ich auch früher sagen können. Dann hätte ich hier meine Stories ganz normal abdrehen können. Aber naja, auf jeden Fall, der Patch hat geklappt. Leitung ist jetzt hier angekommen. Laser ist, wie gesagt, beim Kunden drauf. Und jetzt fahre ich wieder zum Kunden. Ja, was man gesehen hat, das war der allererste Kunde hier. Also dieser Technikstandort ist ebenfalls ganz, ganz neu. Ne? Also. Ja, ich habe gestern übrigens noch Material bekommen, irgendwelche Kabel und Zeugs, muss ich ja schon rausräumen. Ja, die Einschaltung hat jetzt problemlos geklappt, Gott sei Dank. Ja, und jetzt, das war übrigens auch ein 300 Mbit via Glasfaser 60 im Upload. Und ja, jetzt geht's an Bodensee und zwar nach Radolfzell zu einer Störung. Los geht's. Ja, nur kurz hier Zigarettenpäuschen, bevor es nach Radolfzell geht, in herrlicher Kulisse. Na, weiß nicht, ob man das alles sieht. Wetter ist heute eigentlich auch top, 13 Grad, also alles schick. Thank you.
Und in wenigen Minuten bin ich bei meinem Kunden. Und zwar das auch wieder ein Geschäftskunde. Und jetzt kommt es wieder mit dem ISDN-Anschluss. Ja. Es sind immer ganz viele überrascht, dass es bei uns so viele ISDN-Anschlüsse gibt. Ja, gibt's. Keine Ahnung, warum. Ja, wahrscheinlich wird halt die Technik noch so lange aufrechterhalten, ne, bis sie den Geist aufgibt, schätze ich mal. Ja, das ist ein Anlagenanschluss, der ist gestört und der Netzbetreiber geht mal davon aus, dass der NTBA durch eine Überspannung beschädigt ist. Na, mal gucken, was es ist. Jo, jetzt geht's rein zum Kunden. NTBA habe ich auch mal schon mal dabei. Na, mal gucken, ob es wirklich an dem liegt. Ja, jetzt habe ich gerade meinen Auftrag zurückgemeldet, also Fehler war nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung, was da war. Gestern Mittag muss es da wohl Probleme gegeben haben, aber jetzt ist alles okay. Und das Wetter ist auch Bombe, echt, muss ich echt sagen. Ja, und das sind immer noch die liebsten Störungen, ne? Wenn sie nicht mehr vorhanden sind. Also da muss gestern Mittag wohl irgendwas gewesen sein. Aber ja, das ist dann immer schwierig zu sagen, was es dann letztendlich noch war. Vielleicht die Telekom irgendwo im Leitungsnetz herumgefuhrwerkt oder beim Kunden war irgendwas, also ist es schwierig. Ich habe auf jeden Fall jetzt alle drei Leitungen kurz gecheckt, war nichts Auffälliges mehr. Ja, und jetzt fahre ich noch nach Singen am Hohen Twil, da habe ich noch eine Derangierung am ÜVT und dann ist der Tag schon wieder gelaufen, ne? Ist natürlich nicht geil. Mittlerweile bin ich angekommen am HVT hier in Singen am Hohen Twil. Und da, wie gesagt, das ist jetzt noch eine popelige Derangierung. Und dann war es das für heute, so wie es aussieht. Jo, bin drin hier im ÜVT. Jetzt muss man ein Netzelement suchen und dann geht's ja wahrscheinlich nach Hause. Jo, das war's. Derangierung erledigt. Ja, das war eine 100 Mbit Strecke, die gekündigt wurde, nicht mehr benötigt wird, was weiß ich. Und ja, der Arbeitstag ist schon zu Ende. Das ist natürlich alles viel, viel zu wenig. Keine Ahnung, was gerade los ist. Ja, ich fahre jetzt Richtung Heimat und gebe mich meinen Depressionen hin. Nee, Quatsch, ich mache wieder Mucke. Bin ja an einem neuen Track dran. Ja, und wundert euch nicht, Leute, wenn ab und zu mal irgendwie ein Foto oder Video von mir angeflogen kommt. Keine Ahnung. Insta schickt einfach manchmal irgendwelche Videos und Fotos an Kontakte. Keine Ahnung warum. Naja, also, ich wünsche einen schönen Nachmittag. Ist ja noch früh. Hier ist das Wetter herrlich. Genießt den Sonnenschein, falls ihr welchen habt. Und ja, morgen geht's weiter. Bis dahin.